So, wir sind zurück zu Suikoden 2. Etwas mehr Begeisterung, bitte. Wir sind jetzt zurück in Suikoden 2 und haben sind gerade aus Green Hill raus und wollen jetzt erstmal ein paar Leute rekrutieren. Genau. Ihr könnt euch vielleicht auch gestern daran erinnern, wir wollten eigentlich eine halbe Stunde machen, daraus wurde eine Stunde. Macht ja nichts. Ja, ist nicht schlimm. Ich war nicht dabei, aber ich wurde aufgeklärt. Jo. Du kannst ja dir auch Mukumuku ins Team holen und die ganzen Hörnchen holen. Du bist ja jetzt krass Level 2 und kannst jetzt theoretisch die Hörnchen holen, alle. Ja, ich würde das aber gerne machen, wenn ich dann Vigi habe oder so, oder das Beckenspiegel ein bisschen später, damit ich mich hin und her teleportieren kann. Das muss gehören. Ich muss nur noch auf diese Karte, wo du jetzt bist, bleiben und an bestimmten Stellen. Die kann ich dir aber auch alle nennen, wo du hin musst, um welche zu bekommen. So, wir werden eigentlich die Monster programmiert hier. Kann aber auch eine Weile dauern, bis man die bekommt. Ich habe mal über 3 Stunden gedauert, bis ich alle hatte. Von den Mukumukus. Also, das ist eine Zeitaufgabe. Die kann schneller gehen, aber kann aber auch lange dauern. Was von hier? Nein. Auf nach Waldorf. Später kannst du. Aber denk mal, du weißt ja, wie du Blut bekommst. Ja, kenn ich. Ich muss dann auch später in Green Hill nochmal rein. Ja, nee, Green Hill nicht. Ja klar, später muss ich. In Green Hill muss ich Ton holen. Ja, Ton aus dem Waldorf, ja. Freust du dich auch schon auf die nächste Aufgabe? Hä? Ist die nächste Aufgabe nicht, Mathilda? Ich kann ja gerade nicht folgen. Muss nicht als nächstes nach Mathilda von der Hauptstory her? Weiß ich nicht. Es kann sein, kann aber nicht sein. Du kriegst erstmal Vicky. Und dann kannst du dir. Die meisten vergessen es, die zum ersten Mal spielen. Humphrey und Futsch holen. Stimmt, die sind im Dorf. Hey, ihr da! Ich bin Wakaba. Bin auf der Suche, ich bin auf einer Ausbildungsreise mit meinem Meister. Aber er sagte mir, dass ich mich nach übrigen würdigen Gegnern umsehen sollte. Und verschwand, ich glaube, dass es ihm gut geht. Sag mal, kennst du wohl keinen starken Kämpfer, oder? Was wär's mit mir? Wow! Erstaunlich, ja, ja. Selbst ich kann nun beurteilen, wie stark du bist. Oh, toll. Waffen zücken und sagen, wie stark ich bin. Ja, klar. Ich danke dir vielmals. Jetzt brauche ich nur noch meinen Meister zu finden. Wusstest du, dass die und ihr Meister eine Combo-Attacke können? Ich weiß. Aber die können nur unter einer Bedingung einsetzen. Gehen wir, Rio. Ich glaube, Meister ist vielleicht nach Mathilda gegangen. Ja, sitzt in deiner Kneipe und frisst dich durch. Ja. Ja. Man kann viele sagen, dass man den da bekommen kann, theoretisch schon früh bekommen kann, aber das ist leider falsch. Man kann den erst später in Dorf Krumm bekommen. Den Meister. Den kannst du früher nicht bekommen. Ich habe schon alles probiert, was ihr sagt im Internet. Aber das geht nicht früher. Ja, wir waren ja hier schon mal und konnten keinen rekrutieren, weil du in der Quest warst. Ja. Hier triffst du auch später auf das zweite Mal auf Elsa, wenn du die Clive-Quest machst. Ich weiß, ich hab's doch schon vollständig gehabt. Ah, du hast es schon gemacht? Ich dachte, ich will eins. Ich brauche nichts für den Idioten. Guten Tag, mein Name ist Tony. Und wer heißt du? Rio. Ach so, freut mich, dich kennenzulernen. Ich arbeite gerade für den Dorfältesten. Ich habe früher auf einem kleinen Feld in der Nähe von Muse gearbeitet, weißt du? Während der Schlacht zwischen der Armee von Highland und diesen Söldnern wurde mein Feld zertrampelt. Irgendwie gelang es mir, bis hierher zu kommen. Aber ich kann nicht weiter als gar nichts weiter als Gartenarbeit machen. Darum
sind Sie hier ständig zornig auf mich. Eines Tages werde ich ein anderes Feld finden, auf dem ich arbeiten kann. Bekoni-Schloss? Wo ist das denn? Wow, wirklich? Das wusste ich nicht. Ich meine, ich wusste, dass der Krieg immer noch dauert, aber... Hier draußen auf dem Lande, weißt du, aber egal. Wäre es wirklich in Ordnung, wenn ich kommen würde? Oh, aber... Oh, Verzeihung. Es tut mir leid, Rio. Ich kann nicht gehen. Der Dorfälteste braucht mich und... Tony? Jammer! Oh, Dorfältester, Sir. Es tut mir leid. Ich habe meine Aufgaben nicht vernachlässigt. Hä? Entschuldigung, weil er seine Aufgaben nicht vernachlässigt hat? Seltsam. Ich weiß, Tony, aber sorge dich nicht um mich. Geh mit diesem jungen Rio, bitte. Wirklich, Sir? Aber nachdem du mich aufgenommen hast und all das für mich getan hast. Wir sind in einem Krieg, natürlich habe ich dich aufgenommen. Tony, wenn du dich der Allianz an mir entschließt, wird der Krieg viel früher enden. Das wird für mich mehr als genug Lohn sein. Ich danke dir vielmals. Das muss mir mal erklären, wie ein Bauer das schafft, den Krieg früher zu beenden. Ja, das wollte ich mir auch gerade fragen. Rio! Ich verspreche, dass ich mein Bestes geben werde. Damit der Krieg so schnell wie möglich endet. Ja, womit denn? Willst du Giftpflanzen anbauen und deinen Helen vergiften? Nun, Lord Rio, dann sorge bitte gut für Tony. Aber sonst kann ich hier nichts holen, ne? Ich weiß nicht. Sprich mal mit allen hier. Ich glaube, von allen bekommst du einen Hammer in dieser Stadt. Irgendeiner gibt den Hammer in dieser Stadt. Wenn ich mich recht erinnere. Nahtpflanzen. Im Haus ist das, wenn überhaupt. Okay, auf der Suche nach einem Hammer kriege ich ein bisschen mehr. Ja, beschwer dich nicht. Ja, dann war es im Händler, also im... Da wo Wakaba stand. Das dachte mir erst jetzt. Ja, ich weiß, war mir nicht mal sicher, wo es war. Dann war es der Mann, der hinter der Theke steht, also da wo... Da, der Bondemann. Ja, der muss man nur... Jetzt komm schon rein. Jetzt habe ich einen Hammer. Kann dir so einiges sagen. Hast du eigentlich gewusst, dass du den Hammer bekommst? Nein. Da habe ich nur der erste Hammer. Oder der zweite. Eisenhammer, Kupferhammer, kriegst du in... Ach ja, stimmt ja, da war ja noch jemand. Ja. Guten Tag. Mein Name ist Colin. Ich bin ein Phonologe. Phonologe. Es freut mich, dich kennenzulernen. Dafür brauchst du diesen Tonsatz. Und Cast Level 3 brauchst du dafür. Also den bekommst du noch nicht, glaube ich. Hallo. Was ein Phonologe ja, macht? Ja, kommt noch nicht. Wir studieren Töne. Kommen Sie erst, glaube ich, nach Mathilda. Kommen Sie den. Kannst du den irgendwann bekommen. Und Cast Level 3 brauchst du. Ah. Ja. Also, den Eisenhammer gibt's hier, den Kupferhammer gibt es in Gregminster im Schloss, den Silberhammer gibt es in Green Hill und den Goldhammer in Dwarf oben bei Highland. Ah, gut zu wissen. Ich werde mir jetzt Max schnappen. Ich kürze ein bisschen den Weg ab.
Ja. Bitte Wakaba nach vorne stellen, damit er auch kämpfen kann, theoretisch. Ja, theoretisch möchte er das nicht kämpfen, möchte nur wegholen und abhauen. Dann bis gleich. Oh, da sind wir wieder. Das ist der ganze Übergang zwischen Freddy und Muse. Was haben wir denn da? Eine Blechbüchse und ein Rutzger. Hört mal, ich sage dir, hör mal, ich sage dir, ich muss unbedingt durch dieses Tor, okay? Nun. Ich gehe in die Richtung, verstanden? Ja, das hast du schon mehrmals erklärt. Also, was ist das für ein Ding denn? Was? Hm. Dies ist ein Fass. Genau, es ist ein Fass. Nun, das ist ein ziemlich merkwürdiges Fass, wenn du mich fragst. Doch, egal. Geh zurück, woher du gekommen bist, Mädchen. Hey, hey! Ich muss hier durch. Ich bin auf einer Abenteuerreise. Ja, wirklich, das Abenteuer ruft. Abenteuer? Hm. Na los, Mädchen. Geh nach Hause. Ah! Es wird also doch nötig. Ich habe es noch nicht erwähnt, aber ich bin eine Schwindlerin. Nun, jedenfalls eine Schwindlerin Ausbildung. Weißt du, was ich mache? Wir machen Uhrwerkmaschinen, die Leute wie dich verprügeln. Und genau dafür ist dieses Gadget hier vorgesehen. Mein Onkel Juppo hat es gemacht. Gadget? Es ist jetzt als Fass getarnt. Los, verprügel ihn, Gadget! Was? 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 Hey, hey, Gadget! Komm heraus, schnell, verprügel ihn! Nun los doch, los! Ich bitte dich, Gadget, schnell, schnell! Also das ist es, was eine Schwindlerin macht. Was? Sehr beeindrucksvoll. Oh, warum hilfst du mir nicht, Gadget? Ich bin kein Werkzeug zum Kämpfen. Oh. Was? Wer bist du? Ich habe dir schon gesagt, dass du nicht weitergehen kannst. Oh, wer bist du? Mein Name ist Mac. Ich mache ein Training als Schwindlerin. Onkel Juppo hat versprochen, es mir zu lehren, aber... Er sagte, du musst mehr von der Welt sehen, um eine würdige Schwindlerin zu werden. Er gab mir wenigstens die Gadget und nun bin ich auf Abenteuerreise. Nicht wahr, Gadget? Boah, was für Worte! Informationsbearbeitung abgeschlossen. Ich begrüße dich, Lord Rio, Anführer der Allianzarmee. Du bist Rio? Hey, Gadget! Hast du das etwa gehört? Bang, bang, bang. Dann würden wir in einer richtigen Armee kämpfen. Hörst du das, Gadget? Bang, bang, bang. Ich habe mich entschieden, Gadget. Wir werden uns der Allianz-Armee anschließen. Ja! Du kapierst ziemlich schnell, Gadget. Deine Verhaltungsmuster sind leicht vorauszusagen. Aber sicher... Weil sich die Allianz an mich anzuschließen, ist eine gute Idee. Das klang jetzt aber nicht noch robotermäßig, hat. Aber sich der Allianz-Armee anzuschließen, ist eine gute Idee. Das ist besser. Du willst uns anschließen? Was? Natürlich! Das wird ein neues Abenteuer. Und irgendwie erinnerst du mich auch an Onkel Juppo. Klar, ich habe ihn auch getroffen. Nein, du nicht, aber... Ich schon, Rio nicht. Ja, du scheinst ziemlich cool zu sein. Okay, aber das ist einfach alles Mac und den Gadget. Es ist eine Ehre, dich zu treffen, Lord Rio. Freudentanz. Also los, gehen wir jetzt.
Verstanden. So, da würde ich noch gerade mal gucken gehen. Ach, doch ein bisschen längerer, wie ich gedacht habe. Ich habe das gerade um die Mac Ecke. Ist wenig zu gebrauchen, aber Gadget ist gar nicht mehr so schlecht. Hat eine gute Verteidigungswerte, hat er. Ich weiß nicht, irgendwie stehe ich nicht auf Roboter innerhalb eines so ikonischen Spiels. Er ist ein guter Tank. Hast du eigentlich die Feierlichtdrohne? Weiß ich nicht, muss gucken. Hast du aus den Kämpfen gegen Hill, ich glaube, da war ich sogar dabei, wo im Camp war. Ich meine, du hast die geholt. Ich glaube, daran erinnert sogar noch. Dann habe ich sie garantiert irgendwo abgelegt. Ja, vielleicht wahrscheinlich im Lager. Oder jemand angebracht, kann auch sein. Nein, ich kann nicht passieren. Auch nicht. Du musst aber erstmal ins Schloss gehen und dann kommen wir, glaube ich, durch. Die Ritter halten sich ja so toll. Die sind in der Meinung, Highland greift sie nicht an. Ja, von wegen, ne? Du musst erst das skripten, damit du da hinkommst. Okay, wir sehen uns gleich im Schloss. Jo, bis gleich. So, nach einem kleinen Zwischenfall geht's weiter. Ja. Ich hab Lust auf Angeln, du? Dann angeln wir mal. Hey, Rio, hast du Lust zum Angeln? Okay, Rio, weißt du, wie man angelt? Denke schon. So, willst du bald an zu angeln anfangen? Ja. Ich hoffe, dass du einen großen Fisch fängst. Spontane Entscheidung? Weiß ich nicht. Ich meine, dass du jetzt angelst. Oder war das geplant? Das war spontan eben. Machst dann auch die Kochquest? Ja. Ich hab einen Fisch! Yippie, aber 1,4 Kilo ist ein bisschen mickrig. Ja. Hier ging's zum Kochen auf. Ich hab noch nie dreimal Fisch geangelt, ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht hab ich zwischendurch geangelt, ich weiß es nicht mehr. Ja. Ja, komm doch mal. Du hast ja eine lange Pause gemacht. Ja, ich habe aber zwischendurch nicht angefasst. Fischlein. Wusstest du auch nicht, dass man das Ted in Sekunde 4 eine wahre Rune hat? Ich wusste das schon. Aus Schlussfolgerung aus dem ersten. Weil er sagt ja 400 Jahre, also, wenn Zoe Code 450 Jahre zuvor spielt, muss er seine Rune immer noch haben. Oder hat immer die behalten. Also, er hatte sie eine Weile und musste dann diesen Schiffführer abgeben. Ja, 10 Jahre lang hatte sie nicht gehabt. Eine Muschel. Hey, das sieht aber gut aus. Du solltest ihm zum Kochen verhalten. Wenn du ihn den gibst, dann kriegst du dafür Geld eventuell. Kriegst du dafür Geld. Je nachdem, wie viel da wiegt. Nur nicht gleich. Also Angel lohnt sich schon mal hier. Naja. Was nun? Ach ja, wolltest du ja... Irgendwo hin. Klar. Machen wir das einen Spezialpart, wo du erstmal ein bisschen speziellen Minigame machst. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Wie du verlaufen? Wo ist denn? Ich dachte, du willst, wenn du kochen willst, was du richtig nur kochen möchtest. Ja, ich muss aus meiner Tasche höher zum Kochen.
Nee, zum Kochen ist was richtig fürs Kochen. Nee. Doch, irgendwie doch. Hä? Das war schon richtig. Du hättest weitergehen müssen. War schon auf richtigen Weg schon. Ich verlaufe mich gern. Ach, ich müsste vielleicht nochmal nach Radat. Obwohl, wie weit ist meine Waffe? 6. Ja, Level 6 bin ich noch weit entfernt. Was meinst du wegen Radat? Wie meinst du denn? Ah, nee, Cornette. Cornette. Ach, hier wegen. Ach, den einen Ritter. Ritter, den Samurai, der Typ da. Noch lange nicht. Kannst du kommen? Ich hörte ein Gerücht, aber ich glaube nicht, dass du wirklich hier wärst. Ich bin schockiert, Taiho. Was zum... wer bist du übrigens? Mein Name ist Yokum. Ich reise um die Welt, um der größte Küchenchef zu werden. Taiho, ich fordere dich zum Kochwettbewerb heraus. Wenn du gewinnst, gebe ich dir mein streng gehütetes Familienrezept. Nimmst du es an. Was soll ich tun, Ryu? Viel Glück, nein. Doch. Ja, viel Glück. Das war mal das vom Anführer der Allianz zu erwarten. Okay, der Wettbewerb beginnt. Taiho. Ich fürchte, dass ich keine Wahl habe. Weißt du, noch einen Tarnier nachholen kannst jetzt gleich. Nach dem Wettbewerb. Ulan, hast du schon geholt? Wen? Ulan. Wo krieg ich denn? Die bekommst du, wenn du nur mit weiblichen Charakteren. Ach, die, ja, ja, das war ein schöner Mann. Guten Tag an alle miteinander und willkommen. Beginnen wir unseren heutigen Kochwettbewerb. Ich werde heute euch Gastgeber sein. Mein Name ist Fu Tan Chin. Flick, Aili, Rikmaru und Templeton. Zunächst möchte ich unsere Schiedsrichter vorstellen. Sir Flick ist ein Mann mit gutem Urteilsvermögen. Wir können ein faires Urteil von ihm erwarten. Welche Küche wohl diesen lieblichen reisenden Schaustellerin liebt, ist Rina. Also Rina, ich hab weggeschrieben. Sogar dafür, dass sein Bauch voll ist und er ist glücklich. Unter Garantie, es ist Rikimaru. Der wandelnde Kartograf, danke. Templon. Templon. Willst du lesen? Ja, der wandelnde Kartograf Templeton. Von ihm können wir eine faire Punktzahl erwarten. Diese vier Schiedsrichter werden die heutige Gerichte bewerten. Und nun möchten ich unsere Herausforderer vorstellen. Der heutige Herausforderer ist Küchenchef Yokum. Und nun die Person, auf die wir alle gewartet haben. Unser Armee-Kochchef, Taiho. Vollkommen übertrieben. Ja, voll die Show hier, ne? Die Beurteilung erfolgt anhand von drei Gerichten. Nun nehmt bitte eure Plätze ein und bereitet aufs Kochen vor. Also. Vorspeise. Will ich Salat vielleicht mal nehmen? Ja, klingt gut, Salat. Und Prise Zucker passt. Da du vielleicht jemanden satt machen willst, dann würde ich vielleicht mit Mayonnaise nehmen. Süßsalat geht auch. Schmeckt super. Ja klar, schmeckt super, aber ich meine, wie gesagt, der Tipp war ja bei Rikimaru, wenn sein Magen voll ist, freut er sich. Und wenn man Mayonnaise stopft, so kann man nicht mal, kann man zum Beispiel beispielsweise, also ist ja egal. Frikassee stopft nicht, Grillfleisch. Tempura ist tiefisch. Hm.
Yaki, Tamagoyaki. Ah, ich glaube, ich nehme die Fleischblatt-Pastete. Oder als Nachtisch Speiseeis. Mit Zucker. Also ein Pudding. Das ist ein Pudding? Hm? Ist das ein Pudding? Ich würde Speiseeis mit. Ich würde nicht dann dieses. Speiseeis mit Zucker nehmen. Das ist, mögen alle eigentlich. Ach, da habe ich noch nie Probleme gehabt. Alles Klo. Erscheint, dass sie bereit sind. Also los. Fangen wir an. Gebt ihnen einen großen Applaus. Mal gucken. Und der Held kocht. Hier taucht sogar ein Charakter auf, während des Kochwettbewerbs, den du in Sekunden 5 rekrutieren kannst. Ich glaube, Taiho kommt doch von der Black Dragon Gruppe irgendwie sowas. Ja, Taiho. Nicht Taiho, diesen Hayo. Ist der Koch von der Black Dragon Gruppe, aber wen du rekrutieren kannst in Sekunden. Nee, der auch. Taiho kommt auch von der Gruppe. Taiho? Mhm. Der Fischer? Nee. Der hier, der Koch? Ja, der heißt Hayo. Hayo, ich sag Taiho, ja. Taiho ist der Schifffahrer, der mit dem Glücksspiel immer. Ach. Auf jeden Fall, der kommt von der Gruppe. Apropos, wenn wir schon von Inseln sprechen, die Insel, die genannt wurde, in Green Hill zu Beginn, liegt am untersten Ende von, hier, ich glaube. So, Valena, also 5. Teil, da hinten dran. Am Arsch der Welt. Es scheint, dass sie mit den Kochen der drei Gerichte fertig sind. Zuerst wollen wir mal sehen, was unser Schiedsrichter zu der Vorspeise des Hausförderers sagen. Bratensuppe. Okay, zeigt unsere Bewertungen. 6, 9. 11 Punkte. 9 Punkte. 5 und 3 sind 8, plus 2 sind 10 und 1 sind 11. 5? 6. 7, 8, doch 10. Doch 11, ja. Vorspeise unseres. Ja, sowieso Schiedsrichter, Kochmeister, scheiß drauf, süße Salat. Gucken. Mal weniger. 5? 6? Oh, ich muss jetzt punkten. Vielleicht punkte ich beim Nachtisch gut. Ja. Als nächstes werden wir sehen, wie das Schiedsrichter das Hauptgericht des Herausforderers bewerten. Buttermuschel. Okay, zeigt unsere Bewertungen. 11. Oha. Okay. Warte mal. 11, 20, 22. War das. Nun sehen wir, wie das Hauptgericht des Meisters bewertet. Pastete. Okay, sag mal, wo wird man? Ich bin mies, bitte. Ich hatte 8. 10? 15? 16? Oh, hä, ich verliere glatt. Nun wollen wir sehen. Jetzt nicht da verspacken, du volle Punkte bekommst, dann hast du, glaube ich, verkackt. Naja. Wie das Schiedsrichter das die Nachspeise der Hausordnung bewerten. Pinatsalat. Warte mal, er hatte 22, 23, 24, 28, 30. Puh, war fast. Wir sind noch unter die Hälfte sind wir jetzt noch. Ja, mal gucken, das kann das noch reißen, der Nachtisch. Und schließlich werden wir sehen, wie es denn die Nachspeise des Meisters bewertet. Pudding! Ja, ist leider verloren. 16 hatten wir. 21. Ja, 21. 22, 26. Wird knapp werden. Nur 29 müsstest du jetzt haben. Es wird knapp. Ich sag, wir hätten Gleichstand. Damit ist die Bewertung abgeschlossen. Wie steht's denn nun mit der Gesamtpunktzahl aus?
Oh, scheiße, 34 sogar. Ich hab mich irgendwo verzählt. Ja. Sneeze, du hast nie gesagt. Das ist Spoon. Ich befürchte, dass wir uns jetzt verabschieden müssen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye. Ja, du bist auch so du, weil du blödes Ding. Ich hab Vermut. Nein! Du hast auch einen seltsamen Geschmack. Du auch. Du bist nicht besser. Hi ho. Nun, dann lebt wohl. Haha. Na, ich hasse es, du verlieren. Ah, leck dich doch am Arsch. Ich gebe jetzt die Rezepte ab. Hast du schon automatisch gemacht, als du angenommen hast. Müsstest du eigentlich zumindest nicht. Ja. Hast du gemacht. Komm. So, dann gebe ich jetzt gerade mal die Spinatpflanze ab. Wo komm ich denn dahin? Ach, so. In die Küche. Wenn du jetzt da rausgehst, dann auch, auf dem Hof ist ein Minispiel, also ein Minispiel gewesen. Kennst du das, wo dein Hochklettern? Ja, ich kenn das. Da kannst du gute Sachen gewinnen. Ja, ich glaube, da hab ich immer Kraftsteine und Magiesteine gefarmt. Ich geh erstmal zum Lager. Ja, du hast ja die Feuerlichtruhen abgegeben. Kann da sein. Entzünden. Nee, das ist meins. Zurückziehen. Ja, feuerlich ist abgegeben. Oh, guck mal, was ich hab. Ein paar Rezepte. Tonsalz. Aber die Tonrunde brauchst du ja später. Du kannst Tempelchen erst nach den Eigentlichen von Matilda rekrutieren. So, das brauche ich noch nicht. Das auch noch nicht. Dauert eine Weile. Ja. Die muss ich abgeben gleich. Die brauche ich auch noch nicht. Die auch noch nicht. Muss ich auch gleich abgeben. Nee, Moment, das ist ja... Du bist gerade zurück, also du nimmst gerade die Sachen aus dem Lager raus. Nee, ich pack Sachen rein. Nein, du musst raus. Zurückziehen heißt, dass du die zurückholst. Aus dem Lager heraus. Ich weiß, was das heißt. Anzahl bedeutet rein ins Lager, zurückziehen bitte raus aus dem Lager. Ich weiß das. Guck mal, was alles drin ist jetzt. Das ist heilen. Huch, wo da war die Maus? Eins, zwei, drei, vier. Mir fehlt noch fünf. Und wie viele gibt's? Weiß ich nicht. Ich glaube acht oder zehn. So, abgeben. Also, wo ist jetzt die verdammte Bauer? Wie komme ich nochmal verdammt nochmal aufs Feld? Ja, du bist, glaube ich, auf richtigen Fährte, glaube ich. Ja, ich glaube, ich laufe gerade hier voll richtig. Jo. So, abgegeben habe ich's, ne? Ja. Ja. Rezepte muss ich noch bei Dings abgeben. Dann habe ich das auch erledigt. Ja. Wusstest du, dass es auch eine Kombination mit Luke hier gibt, in diesen, also eine Vereinigung mit Luke? Hä? Was? Wusstest du da, dass Luke in diesem Teil auch eine Vereinigung kann? Also welche denn? Mit Sasuke und Futsch. Futsch, Sasuke und Luke. Okay, das ist mir jetzt aber neu. Dann.
Sasuke und Futsch greifen den Gegner an. Luke feuert Windmagie auf Gegner dazu und trifft gleichzeitig auch noch die beiden Mitstreiter, welche dann Schaden nehmen und unfreundlich werden. Also eigentlich schlecht. Aber klar, dass Luke keine positiven Effekte haben wird, wenn der Information macht. Mal der Frage zu den Gewürzen. Reicht das, wenn ich die Gewürze nur kaufe oder muss ich so... Ich habe die Gewürze nie benutzt. Also ich habe... Die Gewürze kannst du ja, wenn du selber kochst, kannst du die benutzen. Also du kannst ja Gerichte da kochen und wenn du die Gewürze und Sachen dafür hast, kannst du bestimmte Gerichte kochen. Hm. Aber habe ich nie gemacht, also da brauchst du mich... So, ich habe alles abgegeben, bis auf die Vase. Die Vase könnte ich noch ins Lager stecken. Keine Papier drin, alles klar. Jetzt geht's weiter. Ausgezeichnete Arbeit, Lord Rio. Und dies muss Lady Teresa sein. Willkommen im Schloss Pecuni. Ja, vielen Dank. Aber ich möchte jetzt alleine sein. Ich möchte etwas Zeit zum Nachdenken haben. Lady Teresa. Shin, du bist in Sicherheit? Wir waren in der Lage, in der Verwirrung, die in der Stadt herrscht, zu fliehen. Es gibt viele Geheimwege in Queen Hill. Du hast es geschafft. Ich bin so froh. Fitcher, ich bin beeindruckt, Shin aus der Situation herauszukommen, ist schon eine fantastische Leistung. Oh, es war nicht so, es war nur Es war nicht nur Shin. Ja. Sir Flick! Oh Gott. Yay! Sir Flick, ich dachte, dass du mich vielleicht wegen meiner Verhaltensweisen als Nervensäge angesehen hast. Aber... Schnauze, Handy! Aber ich weiß jetzt, dass ich einfach an deiner Seite stehen muss. Es ist unser gemeinsames Schicksal. Darum bin ich Fitcher gefolgt. Ich werde keine Nervensäge mehr sein. Ach ja, ich erinnere mich. Ich habe Abendessen gemacht. Schnell, schnell! Deine Suppe wird kalt. Ah. Der Arme muss leiden. Ja. Lord Rio, bitte versuch dich heute etwas auszuruhen. Ach ja, wie war das? Ah, die Zähne kommt ja erst später. Muss ich jetzt da raus oder kann ich nicht schlafen? Deswegen kannst du nicht raus. Du musst dich ins Bett legen. Ah, Rio, kannst du nicht schlafen? Was soll aus uns allen werden, wenn du krank wirst? Ja, Teufel, was gibt's da diese Szene? Nur um dich zu trollen. Ich kann doch nicht mal durch die Wand rennen oder so. Es sieht hier als. Ist es dir also gelungen, König Hilfe versprochen einzunehmen? Ich sehe, dass du mehr kannst als nur reden. Ich mag das. Danke, mein Lord. Nun, ich werde mein Wort auch halten. Sag mir, was du willst. Ja, mein Lord. Ich möchte deine Schwester Prinzessin Rilla zur Frau. Tja, Lilia, meine Schwester? Warum, du kleiner Punk? Ich muss schon sagen, du hast Mut. Möchtest du, dass ich deinen Kopf mit dieser Klinge von der Schulter trennen? Nein, mein Lord. Aber ich weiß, dass Ihre Majestät einen Eid nicht leicht nimmt. Also ich habe eine Idee. Was hast du für eine Idee? Rede, wenn sie mir nicht gefällt, verspreche ich dir, dass ich deinen Kopf abschlagen werde.
Aber ich kann nicht vor so vielen Leuten reden, wenn du weißt, was ich meine, mein Lord. Ja, ja, verstehe. Komm später in mein Quartier und erläutere mir deine Idee. Aber du verschwendest besser nicht meine kostbare Zeit. Natürlich nicht. Das klang irgendwie gefährlich. Guten Morgen, Leo! Heute gibt es eine weitere Konferenz. Victor und Chu warten bereits. Und Nanami? Wie doof ist das denn? Nanami, ja, Nanami. Alle gut, Leute. Ich verabschiede mich in diesem Part von euch. Bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder heiße Let's Play Rico 2. Ciao!